Der Mensch strebt seit Urzeiten danach, die Zeichen zu verstehen, die er vom Himmel erhält. Seit der Antike suchen Menschen in den Phänomenen der Natur und den außergewöhnlichen Ereignissen Hinweise auf die Zukunft und den göttlichen Willen. Für Christen ist dieses Verlangen fest in den Prophezeiungen der Bibel verankert, die außergewöhnliche Ereignisse als Vorboten kommender Zeiten deuten. Heutzutage, da die Welt vor außergewöhnlichen Veränderungen steht, gewinnen die Phänomene der Natur für uns eine neue, tiefere Bedeutung. Einige weisen darauf hin, dass wir mächtige Zeichen vom Himmel sehen, die bevorstehende Ereignisse verkünden sollen. Diese Zeichen sind nicht nur den Klimaveränderungen oder Naturkatastrophen zuzuschreiben, sondern haben auch eine tiefere, spirituelle Dimension. In der heutigen Zeit, in der die Menschheit vor globalen ökologischen, klimatischen und sozialen Herausforderungen steht, wird das Betrachten der Zeichen der Natur mehr denn je zu einem Akt spiritueller Reflexion und Interpretation. Für viele Christen ist diese Reflexion mit apokalyptischen Prophezeiungen und der Hoffnung auf das Kommen des Reiches Gottes verbunden. In diesem Film werden wir uns diesen mächtigen Zeichen vom Himmel widmen, die Interesse und Kontroversen in theologischen Kreisen und der Gesellschaft als Ganzes hervorrufen. Im Mai 2024 erfasste ein außergewöhnliches Polarlicht den Himmel über unserer Welt, ein Phänomen, das seit 165 Jahren nicht mehr erlebt wurde. Der Himmel leuchtete in einem rötlichen Schein, der weltweit Erstaunen und Interesse hervorrief. Wissenschaftler bestätigen einstimmig, dass diese spektakuläre Aurora durch außergewöhnliche Sonnenaktivität verursacht wurde, die zum ersten Mal seit so langer Zeit auftrat. Polarlichter sind ein natürliches Phänomen, das normalerweise in den Polarregionen der Erde beobachtet wird, wie Island, Norwegen oder Kanada. Es kommt jedoch selten vor, dass ihre Farben eine so breite Intensitätsskala wie bei derjenigen im Mai 2024 umfassen. Dies war nicht nur ein schönes Naturereignis, sondern auch ein Ereignis, das von vielen als Zeichen vom Himmel interpretiert wird. Ähnlich wie in früheren Jahren, als Polarlichter aufkamen und aufkommende internationale Spannungen sowie den Zweiten Weltkrieg und bevorstehende Konflikte ankündigten, sehen einige in der intensiven Polarlichterscheinung vom Mai 2024 eine symbolische Botschaft. Historische Verweise auf natürliche Phänomene als Vorboten kommender Ereignisse sind tief im Christentum verwurzelt. Für Christen kann ein solches Polarlicht als Erinnerung an apokalyptische Prophezeiungen interpretiert werden, die von himmlischen Zeichen vor den letzten Tagen sprechen. Bevor jedoch eine konkrete Interpretation vorgeschlagen wird, ist es wichtig, den biblischen Kontext und die spirituelle Weisheit der christlichen Tradition genau zu untersuchen. Neben dem außergewöhnlichen Polarlicht im Mai 2024 haben auch andere dramatische Naturereignisse in den letzten Monaten die Welt erschüttert. Im April 2024 wurde Dubai von schrecklichen Überschwemmungen heimgesucht, die erhebliche Zerstörungen und materielle Verluste verursachten. Ebenso tragische Ereignisse ereigneten sich Anfang Mai im Süden Brasiliens, wo die schlimmste Überschwemmung in der Geschichte der Region auftrat und Spuren von Zerstörung und menschlichem Leid hinterließ. Diese Naturkatastrophen werfen Fragen nach den Ursachen und ihrer Bedeutung im Kontext der globalen Herausforderungen auf. Handelt es sich um zufällige Ereignisse oder um Signale des Klimawandels, die mit zunehmender Intensität auf unseren Planeten einwirken? Für viele Menschen sind diese Ereignisse nicht nur eine Erinnerung an unsere zerbrechliche Verfassung gegenüber den Kräften der Natur, sondern können auch tiefere eschatologische Bedeutungen haben. Die Geschichte des Polarlichts und anderer außergewöhnlicher Naturphänomene wird oft im Kontext spiritueller Botschaften und Prophezeiungen interpretiert. Als Beispiel wird das Sonnenwunder von Fatima am 13. Oktober 1917 nach einer Serie von Erscheinungen in Fatima angeführt, das von einigen als göttliche Botschaft an die Menschheit gesehen wird. Visionäre und Mystiker verschiedener Kulturen und Zeiten haben verschiedene Zeichen und Phänomene vor den Endzeiten vorausgesagt. Maria Matei aus Costa Rica, eine Visionärin aus dem Juli 2023, sagte voraus, dass eine besondere Färbung des Himmels in Europa dem großen Druck vorausgehen würde. Diese Visionen und Prophezeiungen regen zum Nachdenken über unsere Zeit und unsere Verantwortung gegenüber der Natur und der menschlichen Gemeinschaft an. Für Christen, die an göttliche Prophezeiungen und eschatologische Botschaften glauben, werden solche Ereignisse zu Vorboten und Warnungen, die tieferes Nachdenken und spirituelle Bereitschaft erfordern.
Welche Lehren können wir aus diesen Ereignissen ziehen? Was sind unsere Pflichten gegenüber Gottes Schöpfung und einander, wenn wir die Zeichen betrachten, die uns vom Himmel gegeben werden? Im August 2017 fand in den Vereinigten Staaten eine spektakuläre Sonnenfinsternis statt, deren Schatten durch 7 Städte namens Salem zog. Das Wort Salem stammt aus dem Hebräischen und bedeutet Frieden, was diesem Ereignis eine zusätzliche symbolische Dimension verlieh. Diese Sonnenfinsternis wurde als Erinnerung an die Notwendigkeit von Frieden und Harmonie unter den Menschen wahrgenommen. 7 Jahre später, am 8. April 2024, durchzog eine weitere Sonnenfinsternis den Himmel über den Vereinigten Staaten und ihr Schatten ging durch 7 Städte namens Ninive. Ninive, die Hauptstadt des antiken Assyrischen Reiches, war im Alten Testament für ihre Boshaftigkeit und Sünden bekannt. Der Prophet Jona wurde von Gott gesandt, um zu verkünden, dass Ninive zerstört werden würde, es sei denn, es würde Buße tun und seine Sünden bereuen. Diese Sonnenfinsternis vom 8. April 2024 wurde von einigen als ähnliche Erinnerung und Aufruf zur Buße und Umkehr für die Vereinigten Staaten interpretiert. Angesichts globaler Krisen, sozialer und moralischer Ungerechtigkeiten sollten die Menschen beginnen, auf diese spirituellen Botschaften zu achten, die in den Naturphänomenen verborgen sein können. Können wir diese Zeichen als Aufforderung zum Handeln zugunsten des Gemeinwohls und des Umweltschutzes verstehen? Können wir ihre Botschaft als Aufruf zur Versöhnung und geistlichen Erneuerung verstehen? Die Botschaften der Natur sind eine Stimme, die vom Himmel zu uns dringt und uns an Gottes Gegenwart erinnert, an die Notwendigkeit der Umkehr und an die Sorge um unser geistiges Leben. La Salette, ein kleines Dorf in den französischen Alpen, wurde zum Ort der Erscheinung der Jungfrau Maria, die am 19. September 1846 stattfand. 2 Kinder, Maximin Giraud und Melanie Calvart, wurden mit einer Vision beschenkt, in der die Jungfrau Maria ihnen eine dramatische Zukunftsvision der Welt zeigte. Diese Erscheinung ist eine der wichtigsten in der katholischen Tradition und ihre Botschaft bleibt auch im Kontext der heutigen Herausforderungen relevant. Die Jungfrau Maria in La Salette sagte, die Natur verlangt Vergeltung von den Menschen. Dieser starke und beunruhigende Satz deutet darauf hin, dass Naturphänomene nicht nur zufällige Ereignisse sind, sondern tiefere spirituelle Bedeutung haben und eine Antwort auf menschliche Sünden und Vernachlässigungen sind. In dieser Vision sehen wir, wie die Natur, verstanden als von Gott geschaffene Welt, zu einem Instrument göttlicher Gerechtigkeit wird und als Erinnerung an die moralischen Verpflichtungen der Menschheit dient. In den Offenbarungen von La Salette sagte die Jungfrau Maria auch, viele Klöster sind nicht mehr Häuser Gottes, sondern Weiden des Asmodeus und seines Volkes. Dieser allegorische Satz bezieht sich auf den geistigen Verfall in der Kirche und deutet darauf hin, dass einige Orte, die Heiligtümer und Gebetsstätten sein sollten, zu Arenen der Sünde und moralischen Korruption geworden sind. Die Jungfrau Maria sagt auch voraus, dass die Jahreszeiten sich ändern werden und die Erde nur noch schlechte Früchte hervorbringen wird. Diese Vision kündigt die Verkehrtheit der Natur als Folge der menschlichen Verdorbenheit und Sünde an. Die Veränderung der Jahreszeiten, die Verkörperung von Unbeständigkeit und Chaos, sowie die schlechten Früchte der Erde beziehen sich auf die Konsequenzen der Sünden der Menschheit, die zum Verlust der Harmonie in Gottes Schöpfung führen. Die Offenbarungen in La Salette sind tief verbunden mit der Vorstellung, dass Natur und die Ordnung der Schöpfung in direktem Zusammenhang mit dem geistigen Zustand der Menschheit stehen. Diese Botschaft ruft uns dazu auf, über unsere Handlungen und Entscheidungen nachzudenken, die die Umwelt und den moralischen Zustand unserer Welt beeinflussen. Die heutigen Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Hurrikane oder Klimaveränderungen können als Fortsetzung dessen betrachtet werden, was die Jungfrau Maria in La Salette vorhergesagt hat. Wenn wir uns Tragödien wie den Überschwemmungen in Dubai und Südbrasilien oder dem intensiven Polarlicht im Mai 2024 zuwenden, erkennen wir darin nicht nur die Folgen des Klimawandels, sondern mögliche spirituelle Warnungen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ereigneten sich in Kibeho, Ruanda, Erscheinungen, bei denen eine der Seherinnen das Zusammenstoßen von Bergen, Stürme und Überschwemmungen sah. Sie erhielt die Botschaft, dass diese Katastrophen die Folge menschlichen Handelns seien und sich bereits näherten. Dies erinnert daran, dass unsere Einstellungen und Handlungen Auswirkungen auf die natürliche Umwelt haben können und zu katastrophalen Konsequenzen führen können. Maria Bordoni,
die am Karfreitag 1954 eine Vision hatte, erhielt ebenfalls eine Warnung vor einem feurigen Gericht, das die Erde von aller Gottlosigkeit der Menschen reinigen würde. Die Vision von Feuerregen, der auf die Erde fällt, ist eine dramatische Erinnerung an Gottes Gerechtigkeit und die Notwendigkeit der Umkehr. Diese Worte erinnern uns an den Zusammenhang zwischen den moralischen Entscheidungen der Menschheit und den Auswirkungen, die wir in der Welt sehen. Auch die letzte Botschaft der Jungfrau Maria in Akita, übermittelt am 13. Oktober 1973, warnte davor, dass, wenn die Menschen nicht Buße tun würden, Feuer vom Himmel fallen würde und eine Katastrophe auf der Erde verursachen würde. Diese spirituellen Botschaften und Prophezeiungen sind nicht nur eine Erinnerung an Gottes Gegenwart und Fürsorge, sondern auch ein Aufruf zur persönlichen Umkehr und Lebensänderung. Angesichts globaler ökologischer Krisen, natürlicher Katastrophen und moralischer Herausforderungen, mit denen die Menschheit konfrontiert ist, haben diese Botschaften weiterhin aktuelle Bedeutung. Die Erscheinungen der Jungfrau Maria in Fatima gehören zu den bekanntesten und am meisten interpretierten spirituellen Botschaften in der Geschichte der katholischen Kirche. Von ihrem Beginn bis zur Gegenwart erinnern sie uns an die tiefe Bedeutung von Umkehr, Gebet und Gottes Gerechtigkeit. Das dritte Geheimnis von Fatima, das Schwester Lucia im Jahr 1944 übermittelt wurde, enthielt dramatische Visionen und Prophezeiungen über die Zukunft der Welt. Die Vision eines Engels, der versuchte, die Welt in Brand zu setzen und zur Buße aufrief, ist eine starke Erinnerung an die Notwendigkeit der Umkehr und der geistlichen Erneuerung. Die Jungfrau Maria warnte davor, dass die Welt ein solches Maß an Sünde erreicht habe, dass eine Strafe kommen werde, die schließlich zur Triumph des unbefleckten Herzens Mariens führen werde. Maria sagte auch voraus, dass nach dem Ersten Weltkrieg ein leuchtendes Zeichen kommen werde, das eine Warnung für die Menschheit sein würde. Dieses Zeichen sollte vor den Sünden der Welt durch Krieg, Hunger und Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters warnen. Als im Januar 1938 das Polarlicht erschien, das die Welt erschütterte, betrachteten viele dies als die Erfüllung dieser Prophezeiung. Schwester Lucia nannte diesen Moment auch einen großen Zeichen. Natürliche Phänomene wie das Polarlicht wurden oft als Zeichen vom Himmel interpretiert, die vor kommenden Katastrophen oder Veränderungen warnen. Ähnlich wie das Polarlicht im Januar 1938, das den Zweiten Weltkrieg ankündigte, kann auch das intensive Polarlicht im Mai 2024 als Zeichen der Gegenwart Gottes und als Warnung für die Menschheit betrachtet werden. Die gegenwärtigen Naturkatastrophen, die Klimaveränderungen und moralischen Herausforderungen, denen die Menschheit gegenübersteht, erinnern uns an die Essenz der Botschaften aus Fatima. Sie rufen uns zur Umkehr, zum Gebet und zum Handeln für das Gute auf. Angesichts globaler ökologischer und sozialer Krisen, die als Strafen für die Sünden der Menschheit interpretiert werden können, ermutigen uns die Botschaften von Fatima zu einer tieferen Reflexion über unsere Entscheidungen und Haltungen. Wir beobachten derzeit globale Ereignisse, die gemäß spiritueller Interpretationen eine tiefgreifende eschatologische Bedeutung haben. Wir erleben weiterhin die Erschütterungen von Ereignissen, die sich in Prophezeiungen und spirituellen Botschaften widerspiegeln, angefangen bei den Fatima-Prophezeiungen bis hin zu zeitgenössischen Erscheinungen und weltweiten Geschehnissen. Der Beginn dieses Abschnitts ist der Krieg in der Ukraine, der eine Quelle schwerwiegender internationaler und humanitärer Spannungen ist. Russland als Schlüsselakteur in diesem Konflikt wird in einigen Interpretationen als Regulator der Strafe für die Welt angesehen, im Einklang mit den Fatima-Prophezeiungen. Die Visionen von Schwester Lucia sprechen von einer Welt, die Strafen für ihre Sünden erfahren wird, und die aktuellen Konflikte können als Teil dieses größeren göttlichen Plans interpretiert werden. Darüber hinaus hat der Konflikt im Heiligen Land eine besondere eschatologische Bedeutung aufgrund der religiösen und historischen Kontexte dieser Region. Es ist ein Ort, an dem sich die Wege der drei hauptmonotheistischen Religionen kreuzen und wo Prophezeiungen über das Ende der Zeiten eine besondere Bedeutung erlangen. Dieser Konflikt kann als Teil eines größeren Bildes von Veränderungen und Aufrufen zur Umkehr betrachtet werden, die wir aus verschiedenen spirituellen Quellen hören. Moderne Ereignisse wie Naturkatastrophen, Klimawandel und andere Naturkatastrophen werden ebenfalls als Aufrufe zur Umkehr und geistigen Erneuerung interpretiert. Die Gottesmutter hat in ihren Offenbarungen oft auf die Notwendigkeit der Umkehr der Menschheit hingewiesen, um schwerere Strafen zu vermeiden.
In der heutigen Zeit nehmen diese Botschaften zu, was unsere Aufmerksamkeit auf die Dringlichkeit unserer Reaktion und Erneuerung unserer Herzen lenkt. Angesichts dieser Ereignisse und spirituellen Botschaften wird die Frage nach unserer Antwort als Menschheit entscheidend. Können wir die Zeichen der Zeit verstehen, die uns gegeben werden? Sind wir bereit zur Umkehr und Veränderung unserer Haltung?